Servus, grüß euch, schönen guten Morgen hier aus dem Wald, aus dem Regenwald, wo ich unterwegs bin. Es regnet, es ist schwül, es sind unheimlich viele Zecken unterwegs und Mücken. Nichtsdestotrotz, das macht nichts, raus mit euch und genießen das Ganze. Ich bin in einem typisch deutschen Wald unterwegs, in einer Monokultur, wunderbar. Aber ich muss sagen, es sind Vögel da, es sind Rehe da, von dem her gefällt es mir ganz gut. Und auch sichere Waldgebiete sind nicht schlecht. Ja, auch Müll finden wir hier wieder natürlich. Ich bin hier, habe ich gefunden in dem Waldgebiet, eine alte verlassene Mülldeponie quasi. Da hinten liegen noch Reste von einem alten Kinderwagen rum. Also da hat man früher hier seinen Müll entsorgt. Wir als Dorfkinder haben uns dabei gefreut über sichere Müllhalden, haben ganze Autos ausgraben. Da finden Sie wirklich alles Mögliche. Vielleicht solltet ihr auch mal ein bisschen rumgraben hier, wo sie so findet. Aber ich habe momentan auch keine Zeit dafür. Ja, um was geht es eigentlich heute? Ich bin wieder ein bisschen unterwegs, ein bisschen spazieren gehen quasi. Und nebenbei mache ich ein kleines, Review ist immer der falsche Name, einfach eine Langzeiterfahrung, eine Produktempfehlung mit Pro und Contra für euch. Und ja, jetzt heute haben wir hier diese Hose von Helikontex quasi, die Urban Tactical Pant. Da habe ich einiges zum Erzählen dazu. Habe diese Hose vorweg, muss ich sagen, viele, viele Jahre arbeitstechnisch genutzt. Natürlich da in Schwarz und in Navy. Aber da möchte ich einfach ein bisschen was sagen dazu. Und ja, einfach ein paar kurze Worte quasi, weil einfach wirklich viele, viele, viele Anfragen haben, weil es einfach wirklich eine preisgünstige Hose ist. Und dazu sagen, starten wir, machen wir ein kleines Review in dem Fall und viel Spaß dabei. Ja, ein bisschen musizieren hier draußen mit Ajib. Und was haben wir hier? Schaut noch so aus, da ist noch ein bisschen was Rotes hier. Kann man sehr gut im Survival-Fall nutzen, sowas. Das ist wirklich, besser geht's gar nicht, wenn man sowas findet. Ja, leider nehme ich es nicht mit, das was ich jetzt hier liegen, weil das liegt schon so lang. Und da liegt so viel, da brauche ich gar nicht anfangen. Also, ich nehme Müll immer mit, also sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig. Und was ich da rausziehe aus dem Wald, ist wirklich schlimm. Überwiegend nehme ich Plastikfolien mit und Aluminium. Und an der Stelle, ihr seid naturverbundene Menschen, genau wie ich. Nehmt ein bisschen was mit, ihr müsst alles mitnehmen, einfach nur ein bisschen was. Man kann sich ein bisschen was in die Hosentaschen schieben und so weiter. Dafür hat man auch große Hosentaschen, die man überwiegend fast nie nutzt, nicht so richtig. Also kann man ein bisschen Müll mit rausnehmen und so leistet jeder seinen Beitrag. Macht sogar meine Tochter, schaltet immer eine Tüte dabei und nimmt den Müll mit, dass die Tiere nicht verletzen und das nicht fressen. Gerade Aluminiumfolie, ich weiß nicht, warum immer so viel Aluminiumfolie herumliegt. Ja, aber jetzt zurück zum Thema. Vorweg möchte ich gleich wieder was sagen. Es ist nicht eine Rechtfertigung. Ich brauche mir vor keinem Menschen, der da zuschaut, rechtfertigen. Ich möchte euch immer nur an den Ganzen teilhaben lassen, dass ihr das alles versteht, den Hintergrund, warum, wieso, weshalb, was macht der Weidler genau und so. Und deswegen ist mir das immer sehr wichtig, dass ich euch da wirklich ein bisschen Informationen gebe, wo es mit Sponsoren läuft und wo es nicht. Machen sehr viele nicht. Ich mache es. Es ist mein Weg, meine Philosophie. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig gegenüber den Zuschauern. Es ist so, ich bin von Helikontex gesponsert. Vor vielen Jahren bin ich gesponsert worden. Mittlerweile habe ich die Sponsoring eingestellt von meiner Seite her, weil mir manche Sachen nicht so gefallen haben vom Marketing her. Und nutze aber die Sachen trotzdem weiter. Und das, sag mal wieder, das beeinträchtigt meine Meinung zum Produkt in keinster Weise. Ich habe mit der Firma momentan nicht mehr zusammen, schon seit längerer Zeit. Habt schon festgestellt, ich habe vieles aus dem Programm genommen. Vieles habe ich drin lassen, weil es einfach wirklich gut ist und kostengünstig und gibt da mal eine ehrliche Meinung dazu ab, auch wenn ich mit einer Firma nicht so klar komme vom Marketing her. Das kommt in so einem Fall einfach vor, wenn man in dem Bereich arbeitet, ist es einfach so und ich finde da wichtig, dass man das weiß als Zuschauer und das wollte ich euch jetzt kurz mitteilen. Also wie gesagt, keine Rechtfertigung oder sonst irgendwas, einfach nur Background-Informationen für euch. Es kommen über so richtige Schübe von Regen hier runter, aber da unter dem Blätterdach ist man echt gut geschützt. Aber jetzt damit zum eigentlichen zurück. Ich schweife immer gern ab und so. Wer sich eine Abschweifung mag und viel über meine Einstellung erfahren mag und so, schaut es auf den Hauptkanal, da gibt es sicher Videos, gerade auf die Touren erkläre ich immer ein bisschen was. Und wo es ein bisschen mehr ins Detail geht von meiner Person, ist dann immer auf die Micro-Adventures. Da kommt in nächster Zeit auch was ganz was Neues für euch, weil die Micro-Adventure einfach sehr
gefragt ist, die Serie, was ich da mache momentan. Also beim letzten ist wirklich ein sehr, sehr positives Feedback rausgekommen. Von dem her mache ich das öfter einmal. Aber ich sage mal sehr selten, aber ich mache das. Und da kommt was Cooles auf euch zu, definitiv. Okay, zurück zu der Hosen. Das ist also die Urban Tactical Pant von Helikontex. Gibt es in verschiedenen Ausführungen quasi, Größen sowieso. Da komme ich auch darauf zurück, aber es gibt es in vielen Tarnmustern, in verschiedene Farben quasi und verschiedene Stoffe. Vorweg, ich habe wirklich sehr viel von den Urban Tactical Pants durch und habe sie jeden Tag angehört. Diese Hose ist jetzt wirklich schon sehr gut gebraucht, deswegen habe ich sie auch angezogen. Also ihr werdet es auch gleich sehen. Die ist wirklich schon schmutzig und teilweise zerrissen. Die habe ich aus dem Grund angezogen, dass ihr das auch seht, dass ich das wirklich nutze. Die Hosen ist ungefähr, ich denke, mindestens 30 Mal gewaschen worden bei 40 Grad und auch im Trockner gelandet. Eiskalt habe ich durchgezogen, auch bei den anderen Hosen. Ich schenke mein Equipment nichts. Und diese Hose habe ich überwiegend zum Arbeiten privat, da haben wir im Garten und so. Da sind die auch sehr, sehr gut. Aber jetzt nochmal zurück auf die Stoffe. Es gibt einmal diesen Ripstop-Stoff. Dieses hier ist Ripstop und es gibt diesen Canvas-Jeans-Stoff. Tendenziell, sage ich, ist der Canvas-Jeans-Stoff weitaus der bessere, der robustere. Vom Tragekomfort her sehr, sehr besser, also angenehmer, sage ich mal so. Ich persönlich mag noch lieber, natürlich hat jeder seine Vorlieben. Der Ripstop ist auch sehr gut, aber er ist weitaus dünner. Sprich, wenn ihr Hosen kauft von Helikontex Urban Tactical Pant, ihr braucht es ein wenig für Herbst, Winter oder möchtet es ein bisschen wärmer, kauft euch den Canvas-Stoff. Der ist auch robuster in meinen Augen, definitiv. Und wer es ein bisschen luftiger mag wie hier, wenn es warm ist, halt ist furchtbar schwül draußen, dann ist einfach sowas der Ripstop wieder die bessere Wahl. Hier seht ihr es einmal schön in voller Pracht quasi. Das ist jetzt die Version in Khaki. Ziemlich ausgewaschen, sehr hell schon. Da komme ich auch drauf zurück, wie sie sich auswaschen dann so. Und es ist eine Hose mit 620 Gramm, was ich gelesen habe. Ist wirklich nicht schwer, der Canvas ist ein bisschen schwerer, klar. Und ja, es ist Polyester, es ist glaube ich 60% Baumwolle und ein paar Prozent Elastananteil mit drin. Also sind keine volle Baumwollhosen, die haben da eine Vor- und Nachteile definitiv. Aber was kann jetzt ich zu dieser Hose sagen? Ich fange jetzt einmal mit der Größe an, das ist einmal sehr, sehr wichtig. Also ich bin 1,79, knapp 1,80. Ich sage einmal, ja, sportliche Figur quasi und habe Hosengröße 32-32. Habe ich bei allen Hosen und passt wirklich hervorragend. Da kann ich nichts wegnehmen, bei der Hosen passt alles. Ihr seht, die ist auch wirklich großzügig geschnitten. Ich komme nachher drauf zurück, ich zeige es nachher aus, dann können wir es uns genau anschauen, weil da habe ich ein paar Schwachpunkte, wo ich ansprechen möchte. Die Hosen hat wirklich Platz. Ich persönlich mag das nicht so gern, deswegen habe ich es in meine Bushcraft-Touren nicht so gern an, weil die einfach hier so bludrig sind, wenn man sagt. Also das gefällt mir nicht, das gefällt mir bei UF Pro nicht. Und bei Klagehosen kann man das einfach hier wieder verstellen, quasi, dass es ein bisschen enger ist. Ich persönlich fühle mich wohler dadurch. Und ja, ich mag diese weiten Hosen nicht so gern. Aber wer große Oberschenkel hat, findet da massig Platz drunter. Ich habe Vorradlspeichern quasi, habe keine dicke Füße nicht. Aber ja, so im Großen und Ganzen, von der Passform her, ist wirklich top. Da mag ich nichts wegnehmen. Ist echt angenehm zum Tragen. Auch bei warmen Temperaturen, auch bei Belastung, wenn man hier zum Beispiel rumgeht und so, ist das wirklich echt gut, weil so gerade in der Natur draußen ist, dass man jetzt hier raufsteigen muss. Man hat wirklich hier eine schöne Bewegungsfreiheit. Ihr seht es hier, das ist wirklich nicht schlecht. Ich habe jetzt da hier keinen Elastan, also so Gummieinsätze, das hat es jetzt nicht. Für den Kampfsport ist es nicht geeignet. Ich habe es im Training einmal abgehört, da ist mir auch eine zerrissen. Also das war dann ein bisschen zu viel. Aber ja, dazu sagen, schauen wir uns einmal kurz ein bisschen die Taschen an und so. Dann erzähle ich ein bisschen noch, was ich so für Erfahrungen gesammelt habe damit. Dann ziehe ich es einmal aus, schauen wir uns ein paar Schwachpunkte an. Und ja. Jetzt schauen wir uns einmal die Anordnung von den Taschen an, was ich da für heute und so und was es eigentlich so kann, was so hat, die Hosen. Ich werde jetzt gleich aufstehen, werde es mir nicht mehr sehen, aber ihr hört es mir noch. Und das Wichtige ist, dass die Hosen auch seht. Ja, gleich mal fangen wir mal an. Die Hose ist unten wirklich weit genug geschnitten, dass ich auch wirklich mit einem Stiefel hier Platz finden. In meinem Fall habe ich jetzt den Hikes Athletic an, kein Problem. Hat aber hier keine Haken-System, ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Man kann hier
sage ich, ein Band durchziehen, dann kann man es hier auch zusammenbinden quasi, wo es sehr vorteilhaft ist. Gerade jetzt mit diesen Zecken, also ich habe sehr viele Zecken heute schon angehabt, ist das gar nicht so schlecht. Also kann man hier was durchmachen, zum Beispiel Paracord, und kann man es abbinden. Also da ist wirklich massig Platz, auch für große Warenträger, wie ein Fußballer ist oder so, überhaupt kein Problem nicht. Und jetzt geht es hier weiter mit der Taschenanordnung. Also man sieht auch hier oben, was ich unheimlich gerne nutze, sind hier so Aufhängungen, da kann man sich D-Ringe dran machen oder in meinem Fall jetzt hier Karabinerhaken, habe ich immer dabei. Da kann man dann seine Ausrüstungsgegenstände zusätzlich sichern, das ist gut. Sie hat wirklich sehr geräumige Hosentaschen, das kann man wirklich sagen. Das Problem ist, zeige ich euch jetzt kurz einmal, wenn man mit Handschuhe rein mag, wird es ein bisschen eng. Diese Handschuhe sind Schießhandschuhe aus dem Schießsport, die sind jetzt wirklich sehr dünn. Aber man weiß, beim Buschkräften mit Lederhandschuhen und im Winter, es wird schon eng. Also man sagt, es wird eng, aber es geht noch. Auch hier, also wenn man hier irgendwas drin, ich habe jetzt hier mein Smartphone reiter, man kann gerade noch einklangen, weil diese Hosentasche hier, rechts und links ist das gleiche, ist es so groß, dass wirklich hier ein Smartphone reinpasst. Das ist ohne Probleme. Ihr seht es hier, und das kann sie auch nicht, was bei vielen Hosen das Problem ist, dass sie reinfällt und stellen sie quer. Das ist unheimlich nervig dann, und da besteht auch die Gefahr, dass man es bricht, also das Smartphone. Von dem her, da ist nichts, da ist auch kein Organizer-System drin oder was, aber ist es perfekt ausreichend für das, dass man hier was reingibt wie ein Smartphone oder so. Hier habe ich Taschen auf jeder Seite, das sind Magazintaschen quasi, und die kann man jetzt ja bedingt nutzen. Bei mir ist beim Bushcraften öfter so, dass ich mir eine Säge einschiebe. Wenn ich was abschneide hier, dann schneide ich das ab, stecke meine Säge da ein. Das System ist von Klage zum Beispiel hier angeordnet, ist weitaus besser, aber man kann es auch wirklich nutzen. Ich persönlich habe da vorne wenig drin, weil man sagt, wenn ich hier was drin habe und man arbeitet ja sehr viel auf dem Boden und so, dann stört das ein bisschen hier. Ist aber jetzt nicht großartig. Ja, das waren jetzt einmal die Taschen. Da haben wir hier hinten auch noch welche. Aufschaut, man hört es. Hier zum Beispiel habe ich mein Messer drin, quasi. Das ist so groß. Das passt hier wunderbar rein. Das ist unter Glieder quasi hier mit einer großen Hosentasche, also nicht hier hinten. Finde ich sehr, sehr gut, gefällt mir ganz gut. Und die ist auch wirklich schön zugänglich. Auch mit Handschuhen hinten kriegt man wirklich gut rein. Die ist wirklich top. Die ist cool. Hier wieder eine Magazintasche, eigentlich gedacht für 9 mm, meine Augen. Oder so in die Richtung. Und man kann hier wirklich sein Messer verstauen, was überhaupt ja null stört dann. So, dann haben wir hier die Taschen durch zum Hosendirl, wie wir sagen in Bayern. Kimi jetzt, das sind YKK Reißverschlüsse, machen sehr gut. Und hier oben, das schauen wir uns dann einmal an, den Verschluss, weil da habe ich ein paar Sachen zum Bemängeln. Also eine Sache, so im Großen und Ganzen sind wir jetzt hier durch. Also ihr seht es, wie gesagt, das ist wirklich gut. Gefällt mir ganz gut, die Hosentasche. Wie schaut es jetzt aus mit dem Tragekomfort? Ich kann sagen, Tragekomfort ist wirklich großzügig. Das ist der richtige Ausdruck dafür. Angenehm großzügig. Ich persönlich mag es ein bisschen sportlicher. Deswegen trage ich so gern Klage. Da komme ich jetzt auch mit dem auf Druck auf Klage, UF Pro und so weiter. Aber gute Hosen. Nehmen wirklich nichts weg. Sie halten wirklich sehr, sehr lange Stand. Definitiv ist wirklich ein robuster Stoff. Für das geht echt gut. Vom Auswaschen her, sagt sie, ist schon ziemlich ausgewaschen. Habe ich festgestellt, wenn man zum Beispiel eine schwarze oder mehrere schwarze hat für die Arbeit, die wascht man 2, 3, 4 Mal. Da geht relativ schnell die Farbe raus am Anfang und dann hält es aber. Dann kann man ewig lang waschen und die hält es echt wirklich lang. Also da muss man echt sagen, ist wirklich cool. Definitiv. Also die Farben halten sie sehr gut. Der Stoff wird natürlich immer dünner durchs Waschen und Tragen. Merkt man bei der sehr deutlich schon, dass der Stoff wirklich schon ja, dünn ist. Aber in die Knie ist verstärkt. Das finde ich auch sehr gut. Gerade wenn man es draußen so umeinander macht. Ihr wisst es ja, wie es ist beim Buschkräften oder im Autobereich. Ist es sehr wichtig und sinnvoll, dass die ein bisschen verstärkt sind. Sie sind nicht gepolstert, aber verstärkt. So, jetzt lege ich dann das Ganze ab, oder muss das Mikrofon runternehmen. Aber noch ganz kurz zu den Gürtelschlaufen hier. Die sind abgegeben, habe ich nachgelesen, mit 5 cm. Also mein Klagia Belt geht gerade noch durch. Mit dieser Schnalle hier hinten dann teilweise sehr schlecht. Das muss ich bemängeln. Es ist halt, mein Gott, für Unterziehkoppel, dass man einen Glättgürtel
anhat und dann Koppel drüber quasi, was auch dienstlich sehr sinnvoll ist. Ist klar, damit die Koppel schnell ablegen kann. Ihr wisst ja selber, wer Waffenträger ist oder so, dass das teilweise sehr nervig ist, wenn man das den ganzen Tag umhat und ist sehr froh, wenn man schnell runternehmen kann. Aber jetzt einfach hier so ein Gürtel hier. Es ist ja, es ist immer bedingt. Das ist aber so bei allen Hosen irgendwie so. Außer bei Klage und UF Pro, die haben die echt richtig dick. Da kommt man schön wunderbar durch. Ich finde die richtig geil. Also das ist jetzt kein Kritikpunkt, kein großer nicht, aber es ist bei meinen ganzen Outdoor-Hosen auch immer so. Bei Lundhaks, die sind da echt so klar und meine Gürtel sind nicht ein bisschen dicker. Aber auch hier, dieses Ganze ist wirklich sehr gut gemacht, dass der Gürtel auch wirklich sehr gut arbeiten kann, quasi, dass er das macht für das, wo er da ist, dass er die Hose sauber am Bund umhält, an der Hüften, und da ist wirklich sehr gut. Durch die vielen Befestigungspunkte quasi kann er richtig gut arbeiten. Ich ziehe die Hosen jetzt kurz einmal aus, ziehe mich um. Dann schauen wir uns nämlich mal ein bisschen an, kurz einen kleinen Kritikpunkt, so, wo für einen oder anderen relevant ist oder auch nicht. Müsst ihr dann selber entscheiden. So, jetzt haben wir schnell eine Hose angezogen, dass ich euch das besser zeigen kann. Hier, was ich hier noch entdeckt habe, was mir jetzt nicht so gefällt. Also hier ist das gute Stück. Hier ist das Handy, das schmeißen wir dahinter, weil das Ganze immer stört auf dem Funkstreckenmikrofon. Ja, das ist jetzt die Hose. Oder mal so einen fetten Arsch, hat mir da keiner gesagt. Schaut zumindest so aus. Okay. Ja, im Großen und Ganzen echt tolle Hosen für das Geld. Ihr versteht den Hintergrund, wo ich habe. Kriegt dafür nichts und so. Und muss echt sagen, bin da schon ein bisschen begeistert davon. Habe einen Hersteller, mit dem ich mich jetzt in Verbindung setzen werde. Es sind drei, da wo ich eventuell sowas Ähnliches kriege. Muss ich mal schauen. Momentan ist es wieder so, dass man die ganze Ausrüstung selber kauft, um frei zu arbeiten. Das ist mir sehr wichtig, dass wir beim Journalismus, ich habe ja Bild- und Tontechniker gelernt, ganz früher, und habe beim Fernsehen gearbeitet, und von dem her ist eine freie Berichterstattung für so eine Person wie mich extrem wichtig. Und ich möchte da nicht irgendwo was vorgesetzt kriegen. Auch wieder ein bisschen Hintergrundinformationen. Ja, wie gesagt, Reißverschluss YKK perfekt. Also wirklich, macht das, was er machen soll. Das kann ein bisschen größer sein, das Hosendirl, wenn man sagen. Aber man kommt rein. Mit Handschuhe wird es ein bisschen problematisch. Und im Winter wisst ihr selber, wenn man lange Unterhosen hat und Pullis und so, ist wirklich, da muss man lang suchen. Bei mir ist europäischer Durchschnitt. Aber man muss trotzdem suchen, bis man das rauskriegt. Und kann ein bisschen größer sein, aber das Problem habe ich fast bei allen Hosen. Also da habe ich noch nicht viel gehabt, wo ich einfach sage, okay, das ist so ein Scheunentor vorne. Aber es geht. Das ist jetzt ein Kritikpunkt von mir hier. Dieser Glätt ist wirklich von dem her super durchdacht. Auch hinten dieser Stretch-Einsatz, ihr seht es hier am Bund hinten, der ist wirklich, seht ihr das, perfekt. Somit passen die Hosen wirklich gut an. Druckt nicht, zwickt nicht. Gut, auch vorn, man kann sich diesen Glätt hier ja flexibel vorstellen. Das ist sehr sinnvoll, sehr gut. Das Problem, was man hat, dass das natürlich aufgenäht ist, diese Glättfläche, und diese Kanten hier irgendwann anfangen zu reiben und zu stechen. Gerade wenn Bauch ein bisschen eine Schwarte drüber hängt, wird es unangenehm auf Dauer. Da muss man wirklich immer schauen, dass das sauber sitzt und sauber zu ist. Aber ich habe festgestellt, auf Dauer ist sehr, sehr oft so, habe ich selber beobachtet, dass ich es dann wieder richten muss, weil es einfach ein bisschen zwickt. Das ist nicht schlimm, aber auf Dauer ist es einfach wirklich dann nervig. Also das kann man besser lösen. Also, weil hinten ist ja sowieso dieser Einsatz drin, das flexibel ist. Man kann vielleicht eine Seite machen und somit ein großes, ja, sage ich mal, Knopfloch quasi mit einem Knopf das verbinden. Das finde ich da ein bisschen besser. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Das System an sich ist wirklich hervorragend. Ist sehr, sehr gut. Ja, dann sind wir jetzt hier durch. Ich würde das gute Stück jetzt mal wegpacken. Ich kann auch sagen, diese Abnutzungserscheinungen wie hier, das ist normal, einfach durchs Arbeiten, dass ich da mit dem Messer drauf gekommen bin und so. Es ist so im Vergleich von der Robustheit her wie eine gute Jeans, definitiv. Und ich glaube, die kosten so um die 60, 70 Euro. Also muss ich echt sagen, das sind sie auch wert. Da macht man jetzt wirklich nichts falsch. Ich habe auch verschiedene, da haben wir von Helikontext, die Pilgrim und so. Aber zufällig möchte ich jetzt das hier auch nicht machen im Bereich Hosen, aber es kommt immer wieder was. Okay. Fazit, gute Hosen kann man sie definitiv kaufen, gibt bessere, gibt weiter schlechtere. Genau. So schaut es jetzt aus. An dieser Stelle, ja, wird sie dann hier verschwinden.
Nicht, dass hier irgendwelche Jäger und Förster auftauchen. Bin ja mittlerweile, ist ja schon, glaube ich, Kopfgeld ausgesetzt auf mich. Ja, weil ich so schlimm im Wald gehe und wisst ja, wie es ist. Wer sich eine Sache wissen mag, schaut auf den Hauptkanal, weil ich Microadventure wieder immer ein bisschen drauf eingehe. Und an der Stelle noch, blöden Mücken hier, an der Stelle noch bitte unterstützt mich in dem, dass man ein Abo da lässt, ein Like da lässt, eventuell auch Instagram abonnieren, weil nur so kann ich eine freie Berichterstattung machen. Weil wenn ich das länger so mache ohne Sponsoren und so, ist das sehr schwierig. Ich versuche Sponsoren zu kriegen, wo man wirklich ja, dann auch ein bisschen Geld verdient, weil so mache ich das jetzt eigentlich nur umsonst, muss man das noch selber kaufen und dann wird es ein Backpacker-Wilderness nicht mehr lange geben in diesem Umfang, mit dieser Intensität von der Regelmäßigkeit von den Videos her. Es ist nämlich so, dass einfach meine ja, Abos, wo ich schaue, auf meine beiden Kanäle und so, auch bei Instagram, wirklich unter 40% liegt. Also es wird weitaus mehr geschaut und es abonniert keiner. Ich weise immer darauf hin mittlerweile, es ist schon ein bisschen besser geworden. Nur so kann man einen Influencer oder YouTuber unterstützen. Das hat mich sehr freuen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns ja, auf dem Hauptkanal am Sonntag. Schaut auf Instagram rein, gibt sicher Informationen oder sowas hier. Gibt es auf dem Hauptkanal auch nicht so viel. Immer wieder ein bisschen was, aber nicht zu viel. Das machen wir in Instagram. Okay, an der Stelle danke fürs Zuschauen und viel Spaß draußen in der Natur. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht stressen. Und wir sehen uns bald wieder. Der Weitler sagt danke, für euch, bis zum nächsten Mal.